Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Dragon Ball Z Budokai 2. Wir starten auch gleich das Abenteuer in der nächsten Welt, wo wir eben auf Ginyu und Rikom treffen, welche auch gerade im Hintergrund schon plaudern und ich keine Ahnung habe, was sie gesagt haben, weil ich anscheinend das, ich schätze mal, das Intro verkackt habe. Aber egal, sie werden sich schon irgendwann wieder wiederholen. Und wir wählen unseren Teammate. Welcher mein absoluter Lieblingscharakter ist. Ja, es werden nicht viele meiner Meinung vertreten, aber Piccolo ist endlos geil. Und dann nehmen wir auch schon jetzt den ersten Dragon Ball Radar mit. Welcher uns dann auch gleich zeigt, das sehen wir links unten, wo sich der Dragon Ball befindet. Wir müssen nämlich bis zu dieser Stelle nach vorgehen, uns dann genau dorthin stellen und holen uns den Dragon Ball. So. Niemals. Du kannst es ja gerne versuchen mit deiner Lachnummerpose. Ja, so habe ich auch damals geschaut, als ich das Ginyu-Sonderkommando mit deren komischen Tanzpositionen gesehen habe. Es gibt auch besondere Kämpfe hier, wie zum Beispiel hier, wo unsere Lebensanzeige einfach nur bis zur Hälfte verringert wurde. Aber das wird uns nicht aufhalten, Rikom die Fresse einzuschlagen. Und gehen gleich in die zweifache Kaioken und hauen ihn 15, 20 und 32 Mal auf die Fresse. Dann noch einmal bekommen wir mal aufs Maul, okay. Komm. Nein, 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 nein. Steh auf. Fuck. Da spielen wir safe runter. Wie AC immer in Mario Kart. Okay, okay. Ah, ich hasse es. Geschieht dir recht. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Wieso? Weil wir es können. Somit hätten wir Rikom einmal besiegt. Und da haben wir auch schon Freezer. Wieder in einer Szene oder in einem Kapitel, welches es so gar nicht gibt. So, was willst du, Fettsack? Du hast dich gut geschlagen, muss ich halt sagen. Aber du kannst uns nicht besiegen. Also Glückstreffer will ich das nicht nennen, wenn wir den Kampf eröffnet haben mit 32 Hits in den ersten 5 Sekunden. Was der Bruder wohl genommen hat oder was in deren Kapseln zur Regeneration drinnen ist, keine Ahnung. Okay, okay. So. Damit wir ihn gerne noch einmal daran erinnern, dass er 32 Hits gefressen hat. Und jetzt 33 habe ich... Okay. Dann waren es auf 33 davor. Es waren halt so viele, dass ich sie mir gar nicht gemerkt habe. Und ich liebe diese japanische Stimme im Hintergrund. Jupp. Fuck, jetzt hat sich hier die Kamera auch gedreht. Komm, 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 komm. Und jetzt bekommen wir halt beide auf die Presse, aber er geht mit mehr Schaden raus. Im Sinne von er frisst mehr Schaden. Wieso? Weil er auf dem Rücken landet und wir auf dem Bauch. Ha. Dann. Fuck. Stehst du mal auf? Wie? Ich schaff's nie, die Gegner zu grabben. Sie grabben mich immer, aber ich bekomm's nie hin. Und kommt schon, Leute. Ich bin fix nicht der Einzige, der noch einmal nachgeschlagen hat, während die noch am Boden gelegen sind. Und damit haben wir auch Rikom freigeschaltet und bekommen obendrauf noch Potenzial. Angriffskraft nimmt für bestimmte Zeit zu. Ja, okay. Solange wir keine anderen Skills haben, werden wir das auch mit ins Arsenal nehmen.
Ach, bei ihm, was ist das? Schaden wird sich bestimmt eine Menge. Nein, wir wollen nicht Ki verlieren. Und es gibt auch gewisse Synergien zwischen den einzelnen Charakteren, wie eben Balsir. Wenn sie sich nämlich nebeneinander auf demselben Feld hinstellen, kriegen sie einen bestimmten Boost. Und da haben wir ihn schon. Den Anführer des Ginyu-Sonderkommandos. Welcher mal zuerst mit Son Goku auf die Fresse bekommt. Kann es sein, dass er hier Vegeta gemeint hat? Lustig zu machen, Lektion erteilen. Okay, ich habe noch schnell gelesen. Die Lektion will ich mal sehen. Wenn er sich nicht versucht, in einen Frosch zu verwandeln, ist ja alles gut. Ich finde, seine Angriffe haben auch die urkomischen Namen. Ich weiß nicht, ob die doch so im Anime genannt wurden, weil ich bezweifle halt sehr stark, dass es eine bedrohliche Art ist, jemanden anzuschreien und zu schreien, Milchkanone! Ja. Das ist halt... Ja. Wenn der jetzt mit dem Tetrapack nach mir schmeißt und schreit Milchkanone, okay, will ich ihn schon fragen, ob alles gut ist, aber... Das bringt sich gegen uns nichts, denn er bekommt auf die Fresse. Und einmal, und dann bekommen wir auf die Fresse. Aber... Wir zeigen ihm, was Rikun gefressen hat. Wir haben genug Leben und werden das versuchen. Nein, wir haben es nicht geschafft. Dann einfach weg mit dir. Komm. Nein. Ich zerstöre gerade meinen Controller so hardcore. Dann fliegst du halt so weg. Okay, wir haben kein Ki. Aber das geht sich aus. Ich habe das Spiel so hardcore gefeiert. Und jetzt gehen wir auch in den ersten Kampf mit Piccolo. Haben die was zu bereden? Nein. Es gibt halt so Interaktionen zwischen Charakteren, wo sie was sich auch gegenseitig an den Kopf werfen. Wenn halt nichts vorbestimmt ist und hinterlegt ist, dann sagt halt quasi jeder Charakter wie Piccolo gerade eben irgendeinen komischen Satz, wie zum Beispiel, ich werde dich besiegen. Und das wäre es auch dann schon gewesen. Und da haben wir auch schon Piccolo, das habe ich im letzten Part erwähnt. Jeder hat seine eigene Art, wie er kämpft. Und das haben wir auch bei Piccolo. Diese Moves hat natürlich Son Goku nicht drauf. Komm, mein grüner Freund. Und weg mit ihm. Ich habe nie verstanden, was man hier machen muss. Ich habe immer... wahllos alle Knöpfe gedrückt und ich mache es auch im Hintergrund und wahrscheinlich hört man, wie ich gerade meinen Controller demoliere und am Ende trotzdem auf die Fresse bekomme, weil ich auch währenddessen auf die Fresse bekommen habe. Zumindest hat er so ausgeschaut. Okay. Das ist die Retourkutsche für Rikun. Komm schon. Fuck. Aber wir beenden es. So, schnell, 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 schnell. Wieso hat er ihn jetzt nicht getroffen? Mann. Aber wir haben ihn besiegt und wir hoffen, wir bekommen irgendwas Gutes. Direkter Schnelltod nur vom Piccolo zu verwenden. Okay, was ist das? Ich glaube, das ist wahrscheinlich dieselbe Variante, also dieselbe Angriff. Wie bei... Nein, ist es nicht. Wie bei Son Goku. Ich habe gedacht, er schlägt auch 10.000 Mal auf ihn ein, aber nein, das ist es nicht. Schade, schade, schade. Wir graben mal und... Ja, Kohle brauchen wir auch, aber wenn wir die Kohle brauchen, gehen wir einmal ins Turnier rein und holen uns die Kohle ab. Das heißt, wir gehen mal weiter, weil wir müssen noch einen Dragon Ball finden. Die müssen wir nämlich alle bis zum Ende des letzten Kapitels eingesammelt haben. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, aber jetzt habe ich es erwähnt. Und wie es ausschaut, befindet sich der irgendwo bei Freezer unten. Das heißt, wir dürfen Freezer noch nicht besiegen. Wir werden aber mit Piccolo kämpfen müssen, weil ich sie blöd positioniert habe. Das heißt, der erste Kampf ist Freezer gegen Piccolo.
Und ja, du wirst dein Gegner sein, wir werden ihn auch besiegen, aber wir dürfen ihn nicht endgültig besiegen. Und das finde ich halt auch cool, da wir jetzt auf der unteren Ebene sind, quasi von der Map, sind wir auch direkt dort unten, wo wir quasi uns ein paar Mal hinschmeißen lassen haben. Und eben stärkere Gegner, so wie jetzt, ich sag mal Bossgegner, haben meistens dann auch eine größere Lebensleiste. Wie zum Beispiel Freezer hier hat einmal mehr. Komm. Ja, ab dem nächsten Part werde ich es dann auf sehr schwer machen. Nein, nicht auf schwer, auf sehr schwer, sondern nur auf schwer. Weil bis jetzt schlagen wir uns ziemlich gut und es ist relativ einfach, muss ich schon sagen. Das war jetzt aber noch nicht das Ende. Wir gehen nämlich weiter und holen uns einen Skill ab. Skill, Bomb. Was haben wir drinnen? Schon wieder den blöden Impfstoff, den hatten wir schon. Die Pandemie ist auch schon vorbei. Okay. Das hätte ich vielleicht mit Son Goku mitnehmen sollen. Ah ja, hier bei Dende kann man sich einen Leben, also die Lebensleiste aufladen. Eigentlich nicht, man kann sich ein weiteres Leben dazu holen. Und ich hoffe halt nicht, dass das Freezer jetzt macht, sonst müssten wir ihn noch einmal auf die Schnauze geben, was er auch nicht getan hat. Ist das jetzt links unten oder links oben? Ich hoffe mal hier. Wir werden das aber so machen, weil ich will nicht auf diesem Feld da stehen bleiben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir da konstant Ki verlieren oder ob wir mit 0 starten. Weil es gibt nämlich beide Varianten. Und da haben wir auch schon den Dragon Ball mit einem Stern. Ich wollte jetzt schon sagen, jetzt beende ich meinen Zug. Aber der erste Kampf zwischen Son Goku und Freezer. Groß ist der Bro halt nicht wirklich. Okay, woher willst du das wissen, dass weder ein Scouter noch sonst das? Ginyu war jetzt auch nicht die große Herausforderung und Piccolo hat ihn außerdem besiegt. Das sehen wir gleich. Ich meine, das ist halt die Frage bei Son Goku. Ist er arrogant, weil er glaubt, jeden besiegen zu können? Oder ist er einfach nur lebensmüde? Man kann halt auch argumentieren, dass er die Herausforderung sucht, aber ich denke, dass Son Goku schon immer mit der Einstellung in den Kampf geht, dass er den Kampf gewinnt. Deswegen ist halt die Frage, ob das eine Art Arroganz ist. Wäre interessant. Womit wir dann nämlich den passenden Vergleich, fuck, ich hätte die Kamera mal raushauen können, den Vergleich zu Vegeta haben. Vegeta ist halt obvious arrogant. Und wir putzen Freezer weg. Nein! Ha! Nein! Okay, jetzt wird's spannend. Er hat uns auch aus der Kaioken rausgefetzt. Komm, komm, komm. Nein, ich war zu langsam. Jedes Mal passiert mir derselbe Scheiß. Jedes fucking Mal. So. Okay, jetzt hätte ich es machen können, aber wir treffen ihn, die Kamehameha kommt. Ein Headbutt. Und nein. Nein, 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 das wollen wir jetzt nicht verlieren. Komm schon. Okay, selber schuld. Noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ich werde das jedes Mal machen, weil ich es einfach liebe, ihm noch einmal auf die Fresse zu bekommen, zu geben. Bekommen. Ups. Wir werden aber jetzt hier Freezer nicht freischalten.
Ja, okay, so schlecht schaut es ja nun auch nicht aus. Freezer werden wir, glaube ich, erst im nächsten Bereich freischalten können. Sprich, würden wir jetzt hier irgendeinen Skill mitnehmen. Super Saiyajin wäre gar nicht so schlecht. Komm schon. Nicht gut. Fuck. Das schaut nicht gut aus. Wie habe ich es abgewehrt? Ich bin gerade so schlecht. Komm, 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 komm. Sehr gut. Jetzt noch einmal. Gegen die Wand und noch einmal. Ich habe jetzt nichts mitbekommen, was da genau passiert ist, aber wir führen wieder. Die nächste Kamehameha und wir haben Freezer vernichtet. Und zwar richtig vernichtet. Damit wäre es das auch für diesen Part gewesen. Wir bekommen noch einmal die Super Drachenfaust, die uns eigentlich überhaupt nichts bringt, aber egal. Was sagt Freezerlein? Erdengesindel. Die haben wir doch eigentlich getötet gerade. Und genau in dem Moment kommt er davon. It is what it is. Und wir schalten die Welt hier noch frei. Und jetzt sage ich es aber. Das wäre es für den heutigen Part. Ich danke allen, die so weit zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch nämlich gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch gerne das Video. Und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann.